Gut, das waren die belangrijkste Punkte von dieser Bijeenkomst. Voordat we lunchen gaan, nog even het laatste agendapunktje. Het binnenvallen en annexieren van Nederland. Heeft iemand nog opmerkingen darüber? Ja, ik heb de krieg nog niet gemacht en ik kan je zeggen, er is niks aan. Daar word ik krank van. Hey! Siehst du, der Alter, Gottverdammer. Herrlich. 60 Jahre geleden konnten wir schon binnenfallen mit nur 2 Pistolen und Trommel in den Flaut. Und ihre Defensie ist nun ungefähr auf dem gleichen Niveau, dank seinen 3% Fetischisme. Aber outgucken für die Wasserlinie. Wasserlinie? Was ein entsetzender flaue Curve. Das war ein Witz, das Schnappgewehr doch. Okay, also verder gehen. Ja, ich hatte eine kleine Frage. Wenn ich doch wieder in den Sinn kann, eben gucken, oh ja, warum? 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 Ja, das steht hier. Warum fallen wir die Niederlande binnen? Na gut, speziell für iedereen, die nicht opgelet. Warum kijk je nou naar mij? Ich kijk nicht naar jou. Ich sehe doch kijken. Ja, omdat je me roept. Na, ga nou maar door. Wat dat aangaat, zou ik het op de Noordzee willen gooien. Dat het gewoon super irritant is dat je maximaal 130 varen mag richting Schkever. Ach, verdammt mal, jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Schkever. Ja, ich finde es so geil, dass ich speziell für diese Gelegenheit einen orangen Jörg hier angezogen. Okay. Als er verder ging. Hast du doch, dass du piepst? Mhm. Will je aufhören mit dat verdammte Gepiep? Ja, aber was ich singen wou, als weiß ich dann, wo die Grenze ist, dann piepen die mal anders. Da war's ein Witz. Ja, ich hab auch noch mal was zu tun. Das ist ein guter Witz. Ich bin ganz vor Binnen fallen, weil mein Fies ist auch an Verfangen zu. Kauf je toch gewoon een fiets? We moeten wel oppassen voor hun luchtmacht. Want voor het weet valt er een JSF op je hoofd. Ja, dat is een goede. En we kunnen Arjen Robben voortaan ook in die mannschaft spelen laten. Oder niet?